Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem Yu-Gi-Opening. Wir haben wieder Phantom Knight am Start, hat er letzte Woche schon mega gegönnt. Ja, gleich die Ultra Rare Chase-Karte. Schauen wir, ob wir die nächsten Chase-Karten nachziehen können und wie letzte Woche so gut sind. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir das Display und natürlich auch neue Spielmatte, haben wir eh schon letztens auch gehabt. Ja, mega 25th Anniversary. Karte. Jetzt nehme ich mal die linke. Oha. Was haben wir gehabt? Letztes linke oben war die erste Secret, ja. Ultra. Na, Ultra, genau. Das heißt, schau mal, linke Seiten nimmst du und beginne noch gleich und schau, ob wirklich die erste oben wieder eine Ultra ist. Ja, das auch nicht. Ich erwische nicht einmal alle. 12 müsstest du haben. Jetzt habe ich 12, ja genau. Ja, dann geh rein. Geh rein, ja. Let's machen wir Kartentrick? Ja, können wir, müssen wir nicht. Müssen wie du magst, müssen wir nicht. Bin so gewohnt vor Pokémon. Weil bei Pokémon ist nur mehr eins. Vorgelesen haben wir schon alle, wissen wir schon, was drin ist. Aber es ist auch ein wunderschönes Set. Es sind viele gute Karten dabei, viele Quarter Century. Jedes dritte, vierte Display sollte man eine ziehen. Mal schauen. Halt. Und Ultra. Secret Ring. Auch eine der besseren. Ja. Sehr coole Karte, aber wieder erste Karte oben. Links, ein Hit. War ein Hit, müssen wir uns so merken für die Zukunft. Aber es ist nicht einmal so schlecht. Nein, nein, es ist eine für die Besseren, ja. Ja, es ist wirklich stark. Wie heißt denn die eigentlich? Vados, the Eruption Dragon of Extinction. Ja. Es ist lustig, man will sich halt eh meistens immer nur so diese Namen Vados merken. Nicht jetzt so, wie der Hintergrund heißt, keine Ahnung. Das ist 10,000 halt immer so. Dragon. Ja. 10,000, wie dahinter, was für ein Dragon. Dark Element. Raydrop the Glorious, den Illusionist. Habe ich auch vielleicht einmal gleich mal erste Karte ein Hit. Beste Chase-Karte! Was ist los? Okay. Was ist los? Ja. Was sieht das jetzt für ein Hit schon wieder? Gleich in die ersten Boosters, what the fuck? Wahnsinn! Wahnsinn! Lo, the Prayer of the Voiceless Voice. Insane gute Karte. GG. Wahnsinn. Also, nicht normal, dass man gleich so einen Auftakt hat. Heftig. Na, oh. Ich habe nicht gerechnet. Na, ich auch nicht, überhaupt nachdem ich gleich ein Secret Run am Anfang gehabt habe. Das ist halt. Ich meine, wir haben halt damit gerechnet, dass. Oder sich dachte, vielleicht ist oben eine. Ja, weil letztens das war. Und Aero Display. Wenn wir jetzt noch was. Erst. Ich habe jetzt noch ein Secret. Na, dann hast es wäre so gut. Es wäre so gut. Schau, das ist Rente. Schade. Keine okay, Rente. Schade, Konami. Da hat es jemals so ein Aero Display gegeben, wo einer in jedem Booster eine Starlight Rare gehabt hat. Ja. Das ist. Aber das weiß ich nicht auch, wie sowas geht. Dass einer einfach nicht aufpasst, oder sie haben sich's. Keine Ahnung. Ja, irgendwie falsch verteilt, aber es war schon hart. Das ist halt. So, und den Guti. Jetzt werden wir auf jeden Fall keine. Ach, das ist die Lo. Die Vados, das ist doch unglaublich. Das ist schon wieder Wahnsinn. Theoretisch ist komplett egal, was wir ziehen. Also alles Displays, alles unnötig. Einfach diese zwei Karten. Das ist so wertvoll. Wahnsinn. Und. Vom Secret technisch, auch falls das euch interessiert, soll es keine Shortprints geben. Also Secret Rare technisch soll es ziemlich ausgeglichen sein. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir den Dragon, den Mittelfinger-Ding und den Hero of the Ashnet City. Da haben wir die Lo. Ich finde es auch so cool, auch die 25th Quarter Century. Ja, das die wäre halt auch heftig, wenn eine zieht. Das wäre halt schön. Und Menschen, das dann Big Hit von denen. Aber Goblin Biker Dog. Haben wir wieder Ultra Rare. Duck oder Dog? Duck. Mit Double D. Der Charger, das gibt's nicht. Da haben wir viel Lotsum, das ist unglaublich. Das ist. Wenn ich dazu sehe, werde ich wieder das Instant abschalten, weil es kommt eh nichts mehr. Ich kann mir so, Quarter Century. So, den Dragon haben wir. Machst du's? Vielleicht haben wir uns. Aber wieder Ultra Rare. Den MySpec Dragon. Jedes Mal hintereinander dieselben Ultra Rares. Sind die gleich gemappt? Aber es sind letzte Woche nicht so waren, aber Zufall. Einfach Zufall, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Aha. Aber gefangen. Mr. Uri Geller. Da war Raid Raptor. Und Nightmare Pain. Dann. Ich merke nicht. Jetzt haben wir eh schon komplett abgerissen. Ja, das ist. Es gibt halt, wie gesagt,
zwei bessere Ultra-Rares und eine bessere Secret, die will man halt ziehen. Danach ist eigentlich alles free. Das mhm. ist, wenn die dabei ist. Und mhm. den Psychic mhm. Arsenal. So. Wahnsinn. Das ist gestört. Offering, Goblin Bike Boomer, Master of Ham, Fischlamp, Umschung Gargul und Raid Raptor Breath Rigs. Und was halt auch heftig war, wenn man letzte Woche vier Ultras gehabt hat, mhm. hat man auch nicht. Nein, nicht. Das war mein. Das ist fünf halt. Ultras. Na, vier. Fünf haben wir gehabt. Fünf, ja. Und vier sollte man eigentlich haben. Ja. Ich meine, vielleicht will auch Konami mal hergehen und auch mehr Ultras bringen, aber ich weiß nicht. Und den Goblin Biker Mean Merciless oder Merciless? Wahrscheinlich Merciless. Also, ob es David diese. Was ist Merciless? Ist nicht Raketen oder so? Merciless. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde trotzdem Goblin-Deck-Thema sehr cool. Mm. Hat es schon mal gegen Yu-Gi-Oh? Ich weiß nicht. Ach, schon wieder die Sardine. In Magic ist es halt gang und gäbe, gibt es immer Goblins. Sehr, sehr beliebtes Thema. Bei Ding ist halt ja. Zur Sache. Den Chunk Dragoner. Dann haben wir Trey Eid. Goblin Crazy Beast. Bringt uns einen Crazy Heat. Nein, den King of the Ocean. Am Ende ist der ein Hit, wenn ich einen Hit habe. Ja, ey, ist so. Das gleiche gegen sie. Auf einmal hast du ein Quarter Century, was habt ihr nicht? Aber das ist. Ich will das Glück gar nicht aussetzen. Ich will für die nächsten Wochen, für die nächsten Openings lieber noch was haben. Schön aufgeteilt haben, ja. Fischlamp, der Dragon und Keith Mook. Der Keith. Den haben wir. Keith, aber den haben wir wirklich immer oft, gell? Also, es wird halt keine Shortprints geben bei den Supers, aber. Glaube ich auch nicht. Schon sehr verdächtig. So, Emergency Report. Ist das wie Emergency Teleport? Ja, es ist eigentlich wie Emergency Teleport, nur sammelst du halt ein Banishedes oder aus dem Graveyard. Ja. Mhm. Okay. Sorcerer of Sebek. Name. Dann Fishlamp und die Aromalita Rosemary. Ach, cooles Artwork. Cooles Artwork. Kann ich was? No. Diese. So, Magierinnen, ja. Diese Vibe-Views. Vom die hat, es wird ja im Zauberstab, oben hat die so einen kleinen Hasen drinnen. Ah jo. Ist das? Komm, Fokus. So cool. Tilo, Wahnsinn. Ja, die ist halt wirklich schön. Chase-Karte, GG. E-Stranger, Big Bang, Moko Moko, Prince Puck und so, wo bleiben die Ultras? Was sind die nächsten zwei? Ich glaube, haben wir noch einen Poplar. Jetzt noch ein Poplar wäre frech. Ja. Jetzt noch ein Quarter Century. Das wäre halt Abriss. Oder im Poplar. Ich glaube, die Karte, glaube ich, ist in Quarter Century die teuerste. Ja. Okay. Weil das sind ja wirklich manche zwischen 100 und 300 Euro. Das ist so heftig. Mhm. Für eine Karte. Weil ich finde sogar, die Preise sogar ein bisschen too much sind. Das ist, weil so. Wer will jetzt so ein. Ich sage wortwörtlich, weil um 500 bis 1000 Euro ein Playset von einer Karte spielen. Wer macht das? Also da. Ist schon ja, es gibt sicher Gestörte. Die ist auch nicht schlecht. Gute Ultra, ja. Eine der besseren. Wie heißt die? Das ist die. Die Sephiroth Dragon Queen of the Voiceless Voice. Ist auch einer der besseren. Mhm. Schön. Jetzt kriegst du auch eine Ultra, ja. Normal. Eigentlich, ja. Du hast eigentlich, gehabt, das müsste ich auch eine haben. Ja, wir haben immer gleich, du hast immer nachgezogen, ja. Und jetzt kriegst du den Poplar. Dann müsste man das schauen, ob das wirklich auf die nächsten Openings auch so ist. Mhm. Dass es mal irgendeine Ratio gibt, irgendeine bewusste Verteilung. Three Eyed Ghost. Das wäre zu heftig. White Sunfish. Oder das immer gleich sind. Dragon. Dann den Illusionist. Fischleib. Und habe ich auch Ultra? Ja. Ja, ich habe Ultra. Und wieder. Du müsstest auf der Ashen City. Also den habe ich jetzt schon oft. Aber die ist auch schon gut. Ja. Ich glaube, die zwei Karten alleine sind schon das Display oder mehr als das Display. Also. Mhm. Die natürlich, weil das ist auch sehr, sehr starke Secret, einer der besten, was man ziehen will. Das auf jeden Fall. Und es theoretisch kann eigentlich nichts mehr kommen, außer der Gotha Century. Der Gotha. Ich find's laut, dass du das nachsagst, dass ich dich so hab. Weil man weiß nicht, in letzter Zeit ist, aber zusammenreißt was. Zusammenknäst? Jetzt hast du angefangen damit. Ja. So, und ich darf keinen Hit mehr haben. Ja. Ich dürfte jetzt auch keinen Hit mehr haben. Theoretisch, oder? Ja. Ein Booster habe ich zwar noch, aber. Nö. Trotzdem, gehen wir es durch. Ich meine, wir im letzten haben wir auch gehabt. Im letzten Boost haben wir auch eine gehabt, und das war ich auch.
Vielleicht ist die Quarter Century am Extra-Slot. Mhm. Noch nicht. Noch nicht. Werden wir es irgendwann erfahren? Schauen wir. So, wir haben da den Swarm of Centipedes Aroma Blend. Tilo. Da habe ich jetzt, glaube ich, zwei, drei mit viel zu. Aber schauen wir, Last Pick Magic. Da haben wir nichts mehr. Aber gesagt, starkes Display. Wie zwei wirklich geile Displays haben wir gehabt. Gute Ausbeute. Die Chase-Karten eigentlich in der Secret Rare und im Ding gezogen. Leider noch keine 25th. Noch ich mein, nicht. Es kommen jetzt die nächsten zwei Wochen, kommt jetzt Battles of Legend, das Special Set. Das werden wir sich auch auf jeden Fall anschauen. Aber nachher werden wir und auf jeden Fall das wieder. Und dann ist sehr lange wieder Flaute, glaube ich, eineinhalb oder zwei Monate. Und mal schauen, wie uns Battles of Legend gefällt. Aber das Set ist auch schon geil. Gibt noch ein paar Chase-Karten von Quarter Century. Eine Quarter Century. Wir haben wirklich sicher noch die Chase in ja? Secret, Chase in Ultra. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein. Okay.